Das hier ist der Sizzle Brothers Supreme, der wahrscheinlich beste Burger der Welt. Wir machen heute einen Burger, aber nicht irgendeinen Burger, sondern wir machen den Burger. Den besten Burger, den es auf der Welt überhaupt nur geben könnte. Ist so, laut KI zumindest, denn es war folgende Aufgabe. Die KI sollte uns sagen, was ist das bestmögliche Produkt, was du erzeugen kannst mit unseren Produkten. Und vor allen Dingen, eine Sache sollte sie weglassen, da haben wir uns ganz klar gegen entschieden. Was war das? Drachenfrucht. Genau, also die Aufgabe war ohne Drachenfrucht, nicht das, deswegen seht ihr jetzt auch keine. Deswegen liegt ja keine Drachenfrucht. Ja, müssen wir euch leider enttäuschen, ja. Wird ein Burger ohne Drachenfrucht. Spaß beiseite, die Zwiebel lassen wir auch weg. Zwiebel lassen wir auch weg, genau. Und hier ist die Anleitung, an die wir uns halten werden. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin ein wenig skeptisch, ob das lecker schmecken könnte. Ich würde aber trotzdem sagen, wir lassen uns auf das Experiment ein, weil wir beide wissen, wenn man nur geilen Scheiß zusammenkippt, also nur besser, dann kann es ja nur besser werden. Nur lecker werden. Okay, ich werde auf jeden Fall schon mal dieses wundervolle Induktionskochfeld hier erstmalig in Betrieb nehmen. Ich habe hier Rinderhackfleisch, das ist in dem Fall Angus Beef, und bevor ich es durchmenge, kommt da rein. Ein Teelöffel Magic Smoke. Das ist die originale Farblehre. So muss es dann im Regal auch aussehen, damit die Wirkung entsprechend ist. Also Magic Smoke. Ein Teelöffel. Ein Teelöffel. Wunderbar. Final Touch. Zip. Fürs Mitschreiben ein Teelöffel Salz. Frischer gemahlener Pfeffer. Dann habe ich hier noch. Also Final Touch und Pfeffermix. Da bin ich tatsächlich auch sehr skeptisch, ob das Sinn macht. Und dann steht hier noch ein halber Esslöffel, wie heißt das Ding? Worcester. Worcester. Worcester Worcester Gitchire Soße. Krass, Worcester Soße in so einem, jetzt wird es wirklich gerade strange. Wusstest du eigentlich, warum man die an Sachen ranmacht? Die boostet, also ist Umami, ne, oder? Genau, die boostet diesen Fleischgeschmack. Also von daher, das kann ich mir noch mit am besten vorstellen von den Sachen. Okay. Das ist schon mal gut, das kann ich jetzt durchmengen. Na, dann gib dir mal Mühe. Guck an. So, Fleisch habe ich fertig, ich muss ganz kurz Hände waschen, bin gleich wieder da. Mhm. So, ich kann euch sagen, Bacon wird jetzt was. Ich bin mittlerweile bei Stufe 6 bei unserem Kochfeld hier angekommen. Wie gesagt, wirklich erste Benutzung des Kochfelds heute. Ich mache noch mal ganz kurz die Soße fertig, weil die wird wahrscheinlich die meisten interessieren. Also, ich habe mir hier sagen lassen, dass wir hier das sind die Zierde-Soßen und das sind die wir verwenden Soßen, weil die sind nicht fast leer und da müssen wir so noch aufbrauchen. Übrigens, ab und zu kam das Feedback. Hier drin ist ja so eine Lasche drin, die das quasi zuhält. Nee, das Feedback hieß Poloch. Ja, hat uns einer geschrieben. Hat uns einer geschrieben, ja. Okay, aber ich kann euch sagen, wir haben das bereits optimiert und die neuen Chargen, die jetzt bei Rewe sind, die haben einen besseren Aussatz, die laufen besser und die 500ml-Version bei uns im Onlineshop, die quasi in dieser Flaschenform kommt, hat das Problem auch nicht. Von daher nur für den Fall, dass ihr euch die kaufen wollt. Also, davon brauchen wir einen halben, anderthalb Esslöffel. Brauch Dann es. Brauchen wir... Burger and Dips, ein Esslöffel. Ein EL. Oh, oh Gott, ach du Schande. Oh, was hast du? Dann ein Esslöffel Mayonnaise. Bin ich offen und ehrlich ein bisschen skeptisch, warum, aber machen wir einfach. Das habe ich irgendwann auch mal gelernt. Manchmal muss man keine Fragen stellen. Manchmal muss man einfach machen. Das ist so. Und einen halben Esslöffel Senf. Okay. Petersilie. Ich habe mich schon gefragt, wofür die Petersilie ist, aber die kommt in die Soße rein. Wie viel? Ein halber Esslöffel frisch gehackte. Wir werden gleich, wenn der Bacon fertig ist, den hier rauslegen und dann in dem Baconfett unsere Burgerbrötchen noch antoasten. Mhm. Dann saugen die sich noch richtig voll und wir brauchen nicht noch irgendwie Butter oder so. Jetzt mal nur rein optisch betrachtet, würde ich sagen. Das ist schnucki. Muss mir hier mal gerade ein bisschen Platz machen. Ja, sogar ganz geil. Der Bacon ist zum Teil schon fertig. Ich möchte nicht zu dunkel haben. Und ich lege den immer auf ein bisschen Küchenpapier, um das Fett so ein bisschen abzusaugen vom Bacon. Das ist modernes Fettabsaugen. Ich sag dir mal was, Hannes, ne? Vorhin, wo die noch richtig warm waren, habe ich da so aus Versehen drauf gefasst und habe nicht drauf geachtet und dachte, da unterliegt eine Katze. Hat sich so komisch angefühlt wie so eine Katze unter so einem Ding. Hier sind sie. Ui. Sehen die nicht geil aus? Die sind noch leicht warm, richtig geile Brioche-Burgerbrötchen. Gut, wir haben alles da. Jetzt können wir theoretisch das machen, was wir am besten können, nämlich grillen. So, warte mal, hier hinten. Doch, hier müsste eigentlich mehr als noch Dampf drauf sein für einen Smash-Burger. Ich mache das mal so, ich bereite das mal insofern vor,
beim Smashen könnt ihr euch zu Hause auch merken, immer so kleinere Bälle. Das hier ist so ein bisschen größer als Golfball, würde ich sagen. Das ist eigentlich eine ganz gute Portion, wenn man Double Smash macht, weil wir dürfen auch nicht zu viel Fleisch verwenden. Sonst wird es tricky hinten raus. Die sind so geil. Übrigens, falls ihr euch fragt, die sind hier von aus Hannover, von einer Patisserie, von einer Patisserie. Also wirklich tolle handgemachte Brötchen. Gibt es garantiert bei euch auch im Ort oder in der Gegend irgendeinen coolen Bäcker, Patisserie oder ähnliches, wo ihr richtig, richtig geile Brötchen bekommt. Also ansonsten taugen die Brioche-Buns aus dem Supermarkt auch, muss man sagen. Okay, let's go. Haben alle Hunger? Ich mache einfach mal den. Und gib ihm. Holy shit. Gott, jetzt musst du aufpassen, dass dir nicht die Sizzle Zone abbrichst. Ja, ja, gut, das kann schon mal passieren bei meiner Power, ne? Na ja, klar. Da ist ja auch keiner vorgefeit. Kannst du mir halten? Ihr könnt das natürlich auch einfach grillen. Ihr könnt, aber ich finde, Smashburger haben einfach mehr Geschmack. Ne? Die sind dann meistens durchgebraten, aber du hast trotzdem eine extreme Saftigkeit, du hast schöne Kruste außen. Also wenn ich entscheiden dürfte, würde ich immer eher Smash nehmen. Ja, ich habe, also können wir als Umfrage direkt hier reinmachen. Die Umfrage läuft so ab. Ihr geht in die Kommentarsektion, dort steht, schreibe einen Kommentar und da könnt ihr eure Meinung schreiben. Team Smashed oder Team normales Patty. Du musst mir zuarbeiten jetzt. Ja, hier drin ist auch da, wo du jetzt hinlegst, ist ein Brenner an. Ne? Falls wir warum hast du das gemacht? Ja, falls wir ein bisschen warm halten müssen. Das hast du mir vorhin als Aufgabe. Ja, aber auf die andere Seite, habe ich gedacht. Weil jetzt hätte ich einfach rüberlegen können. Ja, aber die andere Seite war sauber und die war noch ein bisschen dreckig. So? Ja, deswegen habe ich gedacht, nee, Achtung. Ich weiß, wie ich meine. Übrigens gibt es da auch immer wieder Kommentare. Das, was ihr macht, ist doch nicht smashed und so. Wir smashen die halt nicht komplett tot, dass man Zeitung durchlesen kann, sondern drücken die ein bisschen platt. Aber offensichtlich hat Julian den Prozess des Smashens gerade vorgenommen. Käse. So, Freunde, jetzt geht's ab. Und zwar müssen wir das Ding jetzt belegen. Okay, also wir haben hier ein bisschen Salat. Den brauchen wir schön klein und dünn. So. Es gab ja keine Reihenfolge, ne? Nö. Nö. Beziehungsweise, ja, kannst du nochmal Burger belegen. Komm. Das kriegen wir wohl gerade so hin. Aber ich meine, das Entscheidende ist ja die Soße und wie das Patty gewürzt ist. Oder wie die Patties gewürzt sind. So, jetzt den schönen dünnen aufgeschnittenen Salat. Also das mit der Petersilie da drin weiß ich ja immer noch nicht, ne? Gürkchen brauchen wir gleich noch und Tomate. Okay, bei dem Messer bin ich mir mittlerweile sicher, dass wir es dringend nachschärfen müssen. Schmeckt tropisch. So, jetzt passiert Folgendes. Lass mich nicht im Stich. Ganz kurz. Wo ist der Schieber? Da hinten. Da. So, jetzt pass auf. Ich war kurz vor dem Stich. In der neuen Küche muss man sich auch immer erstmal ein bisschen zurechtfinden. Das wissen ja viele nicht. So, Nummer 1. Also jetzt habe ich mir Folgendes überlegt, das habe ich sonst, mache ich sonst nicht, aber klar. Bisschen Bacon. Verstanden, du arbeitest im Bacon zwischen die Patties, smart. Ich bin so krasser Burger-Fan geworden, dass ich mich immer am meisten freue, wenn wir hier Burger drehen, weil ich weiß, es wird auf jeden Fall was Leckeres geben. Und auch das sehe ich schon, das kann trotz Gewürzmischung und komisch zusammengemischten Sachen von der KI, sage ich mal, kann das eigentlich nicht ganz schlecht werden. Also trotz wild zusammengemischten Sachen. Nee, absolut. Weil, wie Jürgen schon sagt, wenn man gutes Zeug zusammenkippt, kann es eigentlich nicht schlecht sein. Boah, ich hab so Bock drauf. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ja, darauf muss ich erstmal ein Stück Bacon naschen. Mm. So, Deckel. Sieht Hammer aus. Was sagt er? Optisch kann der Redi was, oder? Ja, sieht wie ein sehr gelungener Burger aus. Übrigens, wir werden euch dieses KI-generierte Rezept in die Videobeschreibung mal reinhauen. Wenn ihr das mal probieren wollt, könnt ihr das gerne auch mal testen. Der Sizzle Brothers Supreme. Guckt dir das bitte an. Saftig ist er. Sich schon mal aus sicherheitstechnischen Gründen Vorbereitungen getroffen. So, fürs Team, einer muss das ja machen. Ihr könnt mir vorstellen, dass ihr jetzt auch reinbeißen wollt, aber wir müssen es ja machen. Das ist ja unser Job. Nö, auch. Nö, ist mir zu viel. Mhm. Hä? Das ist krass. Mhm. Der ist. Das Fleisch ist auf jeden Fall krass. Weil der ist schon sehr lecker, muss ich sagen. Der ist sehr geil. Ich finde, der hat eine krasse Säure. Ja, und er ist auch hart am Salz. Ne? Mhm. Also ich bin mir sicher, es könnte den einen oder anderen geben, der sagt, das ist mir zu salzig. Mhm. Ich vermute, die KI weiß nicht, dass ein feiner Touch auch schon Salz drin ist. Mhm. Also wenn ihr die Zutaten so habt, ne, und das so macht, mit so einem Burger kann man nur punkten. Das ist ein richtig, richtig geiler Burger. Okay, Freunde, in dem Sinne,
Macht den gerne mal nach, wenn ihr den nachmachen solltet, kann ja sein, schreibt das gerne mal auch in die Kommentare rein, wie ihr ihn empfunden habt. Ja. Ne, nochmal, ein bisschen Salz reduzieren, meiner Meinung nach perfekt Petersilie. Und? Schmeckst du die? Nö, gar nicht. Auch nicht, gar nicht. Auf Instagram verlinken. Foto machen, auf Instagram verlinken, dann können wir es reposten. Der Sizzler Supreme. Das ist er. Geil. Wir grillen uns jetzt noch ein paar Burger mit weniger Salz und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ciao. Big schmeckt so big und so als würdest du sie schon lange kennen. Burger und Sandwich Soße von uns, den Sizzle Brothers.